Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, King of Retail, dem Verkaufssim. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, es geht weiter mit dem Tante Homa-Laden. Vielen, vielen Dank für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Und euch ist sicherlich aufgefallen, oder ihr habt es auch geschrieben in den Kommentaren, dass ich vergessen habe, die Wurst auf jeden Fall zu platzieren. Ne? Vielen lieben Dank. Und da wäre noch was anderes, was wir noch anpassen müssen. Ich glaube, warte mal, wir hatten noch hier, ich guck mal gerade kurz, gekühlt, ne, hier. Wo waren das hier? Genau, Dried Ham und dieser Pepperoni-Salami haben wir nicht einsortiert und ein paar Sachen waren quasi nicht korrekt dargestellt, wie auch ein Verkaufstrigger. Ich werde jetzt erstmal das Mindestlager hinzufügen. Das bestellen wir mal für den nächsten Tag. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein. Ihr habt zwar geschrieben, dass wir auch noch weitere Leute einstellen sollen. Ich verzichte da jetzt erstmal drauf. Wer ist denn heute überhaupt da hier? Ah ja, die Frau Kaiser hat frei. Ja, und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in den Tag, denn ich habe auch ein bisschen was vorbereitet, was wir dann in der nächsten Folge anpassen werden. Wir haben uns ja nämlich auch in der letzten Folge so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen mit diesen Schildern so ein bisschen ausprobiert. War jetzt eher weniger interessant, diese Schilder. Da werde ich in der nächsten Folge ein bisschen was anpassen und da passt das Ganze. Ihr meint hier dieses Lager, ne? Das ist ein bisschen falsch. Das werden wir einmal kurz hier ein bisschen durchtauschen. Ich guck mal gerade kurz. Ich glaube, das war so rum, ne? Genau, guck mal, jetzt passt das auch. Und was wir noch nicht drin haben, ist halt, wir brauchen noch... Wir brauchen noch weitere Dinge. Ich muss gleich mal kurz gucken. Ah nein, ich habe vergessen, die Aprikosen hochzusetzen. Oh nee, ist wieder was Neues. So, wir packen jetzt erstmal das Lager aus. Und dann werden wir gleich das Gemüse soweit vorbereiten. Dass wir dann noch einsortieren werden, auch ein bisschen Obst und so weiter. Was wir auch noch einsortieren müssen, ist wie gesagt Salami und auch die jeweiligen, den Schinken. Ne, den müssen wir auch noch einsortieren. Ich packe jetzt erstmal die Sachen aus und wir sollen auch vielleicht nochmal Lagerarbeiter einstellen. Müssen wir mal gucken, was ich dann überhaupt noch mache. Dann renne ich hier wahrscheinlich einfach nur rum und mache gar nichts mehr. Finde ich jetzt eher auch nicht gerade cool. Ja, müssen wir einfach mal schauen, wie wir das Ganze dann zukünftig dann auch machen werden. Ne? Schauen wir einfach mal. Ach ja, so ist das Ganze. So, wir haben den Kram gleich ausgeräumt. Hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Und dann werden wir gleich den Spaß wieder alles einräumen. Timon ist auch schon an der Kasse. Ihr habt auch bezüglich der Kasse nochmal eine andere Position genannt. Werde ich mal testen. Dass wir das vielleicht auch nochmal machen. So. Erdbeeren und Kirschen sind noch nicht eingeräumt. Da kümmern wir uns gleich als allererstes drum. Und ansonsten sollte, glaube ich, alles passen. Ne, jetzt geht es jetzt hier auch wieder weiter. Ne, wieder mit regelmäßigen Folgen. Zu King of Retail. Anfang der Woche habe ich nicht ganz geschafft, noch eine Folge am Wochenende aufzunehmen. Deswegen kam jetzt am Montag leider nichts. Ist aber auch nicht schlimm. Es gibt ja mittlerweile so viel zu schauen hier. Viele fragen auch immer, ob es auch mit The Tenants weitergeht. Ja, da geht es auch bald wieder weiter. Ranch Simulator wird auch bald wieder kommen. Müssen wir erstmal kommen? Nein, ich habe keine Zeit. So, ich räume den ganzen Spaß mal hier wieder ein. So, auch hier den ganzen Spaß, ne? Da haben wir auch ein paar Sachen. Da werden wir noch ein bisschen Obst mit dazu holen. Wir müssen auch noch ein paar Konserven... Ach, jetzt habe ich die Konserven wieder vergessen. Was ich nicht im Kopf habe, ne? Manchmal wundere ich mich. Wobei manchmal, es ist ja auch so, dass ich mittlerweile auch... nein, ich habe keine Zeit. Folgen mittlerweile auch schon ein bisschen vorab aufnehme. Ja, ich versuche das immer zu vermeiden, aber manchmal geht es halt nicht anders. Auch zeitlich bedingt. Weil viele wissen wir wahrscheinlich auch nicht oder haben es nicht mitbekommen, dass ich auch ganz normal arbeiten gehe und das hier nur mein Hobby ist. Ja, für manche könnte ich 20 Videos am Tag hochladen, aber selbst das wäre too much, würde ich jetzt sagen. Aber das bekomme ich irgendwie so nicht hin. So, wir werden jetzt gleich noch ein paar neue Sachen in der Lebensmittelabteilung platzieren. Und zwar brauchen wir was mit zwei verschiedenen... Nein, ich kann jetzt nicht. Mit zwei Lagereinheiten. Wir brauchen irgendwas Gekühltes noch. Das könnte man quasi hier an der Wand machen, ne? Oh, die Getränke müssen wir mal einsortieren hier. Bevor ich damit anfange. Oh, der Wein, der ging ja richtig gut weg. Ach, guck mal, wir haben sogar Mittwoch heute. Heute ist Bergfest. Das passt ja sogar zum heutigen Tag, ne? Schön Mittwoch, Bergfest. Ne, wie ihr es auch immer nennen wollt. So, dann werde ich hier... Weil das ist ja nicht gekühlt hier, die Theke. Ich glaube, hier kann ich nämlich nur Früchte einsortieren, ne? Wobei, doch, das ist gekühlt. Doch, das ist gekühlt. Da brauchen wir doch nichts Neues platzieren.
Dann machen wir hier noch ein bisschen Wursttheke. Und wir werden dann hier die leckere Peperoni und den leckeren Schinken platzieren, ne? Das platzieren wir jetzt hier mal. Oh, lecker, lecker. Lecker Wurst, die wir hier noch haben. Ne, feinste, leckere, leckere Wurst auf jeden Fall. Nein, ich kann, ach komm, was willst du? Was können Sie mir über dieses Sortiment sagen? Das sind Lebensmittel, junger Mann. Perfekt. Ja, da kauf's doch einfach. Quatsch nicht rum, nimm mit. So, gucken wir mal hier. Ah, hat nicht ganz geklappt. Schade, viel Spam-Man. Ach ja. So ist das manchmal. Nein, ich kann nicht. Oh, wir müssen dringend das Obst hier erweitern. Also ich würde sagen, wir machen hier Obst noch Erweiterung. Hier auch noch eine weitere. Hier machen wir noch ein bisschen Schinken und so Kram hin. Nein, ich habe keine Zeit. Lass mich in Ruhe. Die Melonen verkaufen sich immer noch richtig gut, ne? Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Was da so alles über die Ladentheke geht, ne? Da bin ich echt immer wirklich überrascht, was wir dort alles so verkaufen, ne? Guck mal, die Schüchchen hier gehen so. Die sind nicht wirklich gut. Die Latschen gehen gut weg. Sportsachen. Boah, die Buchsen, ne? Also die Buchsen sind nicht verkehrt. So, gewisse Sachen müssen sich halt auch immer ein bisschen entwickeln. Ihr habt gesagt, ich soll da nicht immer direkt das Ganze austauschen, denn manche Sachen brauchen einfach eine gewisse Zeit, dass die Kunden wissen, dass es die gibt. Wir haben beim letzten Mal ja auch die Wände noch entfernt, was ihr auf jeden Fall begrüßt habt und gesagt habt, jo, das hast du mal richtig gemacht. Auch wenn du sonst nicht so viel richtig machst, aber ja. So, ist schon ein bisschen Wurst und Käse weg? Nee. Ah, gibt's eigentlich auch Käse? Warte mal, wir können ja mal hier gucken. Wir haben ja hier auch den Artikelfinder. Wir können ja mal hier bei Lebensmittel gekühlt mal gucken, was wir hier noch dazu packen können. Weil wir haben ja jetzt den Kram. Gibt's nicht noch irgendwas anderes? An Aufschnitt? Nee, ne? Irgendwie nicht. Hey. Gucken wir mal. Oh, Timo macht Pause. Ich muss mal kurz an die Kasse. Grüße. Kassieren Sie mal ab hier. Excuse me. Nein, ich kann jetzt nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. So. Und in der nächsten Folge werden wir dann ein paar Schilder einbauen. Ein paar neue. Vom Geld her sind wir auch mittlerweile im guten Cashflow. Wir könnten ja auch schon mal ein paar Sachen jetzt gleich einfach so ordern, wenn Timon gleich wieder da ist, damit ich wieder die Sachen nicht vergesse, ne, was wir da alles ordern können. Würde ich erstmal von jedem 4 Stück bestellen. Und das, was wir bestellt haben, nehmen wir dann noch mit ins Mindestlager rein. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Kostet zwar dann gleich ein bisschen was extra, aber das ist ja nicht schlimm. Nein, ich kann dir jetzt nicht helfen. Ich bin in der Kasse. Nein, ich kann nicht. Das geht nicht. So. Timo kommt wieder. Der müsste jetzt gleich wiederkommen. Von seiner Pause. Da ist er schon. Ich räume jetzt noch mal ein bisschen was ein hier. Hier auch. Und dann können wir immer 4, 8, 12 Artikel bestellen. Das mache ich jetzt einfach mal. Lebensmittel. Konserven. Guck mal hier. Wir haben ja schon ein paar Konserven hier. Ich würde sagen, wir nehmen... Was haben wir denn überhaupt hier? Ich guck mal gerade. Wir haben... Okay, alles klar. Sehr schön. Frucht. Konserven. So, da würde ich sagen, dass wir hier noch diese Böhnchen mit reinnehmen. Stellen wir mal 5 Stück erstmal. Beziehungsweise, ja, komm. Machen wir erstmal... Ah, komm, machen wir direkt 10. Dann... Können wir noch, was können wir noch mit reinnehmen? Ich glaube, Mais hatten wir noch nicht, ne? Frischer Mais, machen wir auch mal 10. Das haben wir. Ananas, glaube ich, hatten wir noch nicht. Ananas und Sherry, ne? Oder hatten wir Ananas schon? Ne, Ananas hatten wir noch nicht. Ich bin da mal so ein bisschen... Mal ein bisschen am Schauen. Das heißt, wir bestellen heute ein bisschen was nach, ne? Muss manchmal auch mal sein. So, Ananas, auch 10. Und dann brauchen wir noch hier, was haben wir da hier? Das sind alles Suppen schon wieder, ne? Gibt es nicht noch irgendwas anderes? Ach, guck mal, Nüsse.
Boah, gibt es ja richtig viele coole Sachen. Komm, pass auf. Dann nehmen wir noch die Sherry Lady. So, die nehmen wir auch nochmal mit. Dann haben wir eine schon mal voll. Da haben wir noch zwei weitere. Dann würde ich sagen, dass wir so ein paar Suppen mit da. Ah, guck mal hier. Warte mal. Wir machen die hier. Eins, zwei, drei. Ach nee, das sind ja die gleichen Artikel, bloß von einem anderen Hersteller. Nee, die will ich jetzt nicht haben. Dann würde ich sagen, hier so ein bisschen Creme. Das bestellen wir auch mal. So, das wird wahrscheinlich auch gut weggehen. Da haben wir noch zwei, die wir noch befüllen müssen. Heute auf jeden Fall große Nachbestellung hier. Und dann würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen hier. Guck mal, Cornflakes und sowas. Habe ich bisher noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und so Müsli, ne? So Müsli, so Cerealien. Auf jeden Fall auch sehr gut. Und da müssen wir eigentlich alles voll haben. Sehr schön. Okay, das haben wir. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einmal Früchte. Was hatten wir denn da noch nicht bisher? Hatten wir da jetzt schon alles? Die hatten wir auch schon, ne? Ich glaube, da, was Frucht angeht, haben wir, glaube ich, alles. Na, ich muss mal kurz gucken. Oh, hier ist alles weg. Ich muss hier mal... Oh ja. Oh ja, da müssen wir auf jeden Fall aufstocken. Frucht hatten wir alles, ne? Ja. Ja, dann nehmen wir doch noch vielleicht ein bisschen... Ja, Aufschnitt gibt es halt nicht mehr, ne? Das ist halt wirklich schade. Dann nehmen wir halt hier noch... Was nehmen wir denn da noch zusätzlich rein? Ich weiß es nicht. Nein, nix, hey. Hier hat sich ausgehäht. Früchte. Was habe ich denn noch nicht... Ah, hier Zitronen habe ich noch nicht drin, Leute. Jo, Zitronen könnte man doch noch damit reinnehmen. Dann nehme ich auch gleich mal 10 Stück. Sehr schön. Dann brauchen wir noch irgendwas Gekühltes. Gibt es hier echt nichts an? Ah, doch, guck mal, hier gibt es noch Roastbeef und... Ah ja, guck mal. Da können wir hier noch die Sachen mit reinnehmen. So. Dann haben wir alles. So. Komm, Bestellung aufgegeben. So, dann lassen wir den ganzen Spaß jetzt liefern. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber naja. Dann haben wir zumindest schon mal alles hier soweit einsortiert. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich räume jetzt mal wieder ein bisschen was ein hier. Der Typ müsste gleich kommen mit der Bestellung. Und dann können wir den ganzen Spaß nämlich gleich auspacken und direkt einräumen. Oh, da kommt er gerade. Hier irgendwie was? Oh, die Buchsen sind alle. Oh, wir sollten die Buchsen erhöhen. Die verkaufen sich nämlich sehr gut. Dann die Schüchen. So, da haben wir jetzt mal ein paar Sachen nachbestellt hier. Ich räume das mal eben fix aus hier. Und da müssen wir gleich mal gucken, dass das Ganze dann auch soweit funktioniert. Oh, Timo braucht mal wieder einen Tag frei. Aber ich glaube, der hat den nächsten Tag frei. Schauen wir einfach mal. Weil da haben wir echt eine große Auswahl in unserem Laden jetzt, ne? Das ist schon sehr, sehr lukrativ. Da müssen wir das Ganze natürlich wieder zu Mindestbestelldingen dazu packen. Das darf ich in der nächsten Folge nicht vergessen. Und in der nächsten Folge passen wir dann auch ein bisschen die Schilder noch ein bisschen an. Und werden da noch mal ein bisschen weiterschauen, ne? So, ich habe jetzt gleich alles ausgeräumt. Zumindest die eine Seite. Die andere ist jetzt nicht so wirklich groß. Ich hoffe, das passt auch alles ins Lager rein. Wir haben ja auch ein bisschen unser Lager erweitert. Das müssen wir auf kurz oder lang dann wahrscheinlich auch nochmal machen. Dann die Früchte noch erhöhen. Die Buchsen noch mehr erhöhen. Ob ich mir das alles merke? Mann, Mann, Mann. So, komm, pack aus die Dosen hier. Aber so langsam entwickelt sich das cool, ne? Das bedeutet, wenn wir jetzt hiermit fertig sind, haben wir erstmal unsere Lebensmittelabteilung soweit ready. Klar, es gibt noch viele andere Sachen, die wir dann später auch noch machen können, aber... Dabei würde ich es dann erstmal belassen. Ich räume jetzt erstmal wieder hier so ein paar Sachen ein. Würde ich hier vorschlagen, dass wir Lebensmittel. Was haben wir hier? Diesen Bacon und Roastbeef, ne? Das hatten wir bisher noch nicht. So, das können wir mal direkt hier einräumen. Ah, sehr schön. Hier haben wir jetzt noch Zitronen dazu bekommen. Wo sind die denn jetzt? Da sind die Zitronen. Sehr gut. Ah, die sind schon wieder alle. Haben wir hier noch ein bisschen was? Nee, da haben wir auch nichts. Nein, ich kann jetzt nicht helfen. Lass nämlich bitte in Ruhe.
So, hier machen wir noch ein bisschen, nee, nicht Elektronik, sondern Lebensmittel, Konserven. Und zwar machen wir hier mal die. Ach ja, müssen wir wieder die Dinger da reinpacken. 4 Stück. So. Mal die Kidneybohnen, glaube ich, sind das. Oh, wir haben schon wieder geschlossen. Kidneybohnen, dann den Mais. Den hatten wir noch nicht. Sherry und Ananas. So, das können wir auch mal eben fix einräumen. Sehr schön. Hier können wir dann auch noch die anderen Dinge packen. Sehr schön. Lebensmittel, Konserven. Dann haben wir hier diese ganzen Soßen. Sehr cool. Pesto, glaube ich, ist auch mit dabei, ne? Guck mal. Oh, geil. Das ist ja richtig gut. Ja, und hier kommen dann die anderen Sachen hin. Da kommen dann jetzt hier die. Das sind ja keine Konserven in dem Sinne, aber hier die Flakes. Da haben wir natürlich jetzt schon eine Riesenauswahl um Müsli, ne? Die wir jetzt hier in unserem Laden haben, ne? Ich würde sagen, wir passen auch gleich noch den Mindestbestellwert an. Ja, und dann haben wir alle Sachen soweit eingerichtet, die wir jetzt neu dazu gekauft haben. So, Miete geht weg, Darlehen geht weg, Lohn geht weg. Natürlich ist jetzt auch ein bisschen Geld weggegangen, aber ich würde sagen, das ist schon mal ordentlich. Also die Einnahmen, die bleiben, glaube ich, konstant gut. Wir gucken mal, wie viel Umsatz wir gemacht haben. 4.100 ist sogar schon ein bisschen mehr. Ne, Timon ist auch noch mal da. Oh, der braucht bald mal wieder einen Tag frei, ey. So, jetzt werden wir mal gucken, dass wir das Mindestlager auf jeden Fall, das ist der Bestellverlauf, ne? Dieser Artikel. Kann man die jetzt rüberziehen hier ins Mindestlager? Nee, ne? Ach. Muss ich das wieder alles manuell machen, ey. Manuell. Ich hasse das immer mit diesen ganzen Sachen von wegen Mindestbestellwert, ne? So, das passte soweit. Das ist schon mal. Ach komm, wir gehen mal von oben nach unten durch. So. Die Hosen müssen wir mal auf 15 erhöhen. Weil die haben sich gut verkauft. So, Schuhe war, glaube ich, alles konstant. Oberteile war auch soweit alles ready. Das hat, glaube ich, auch alles gepasst. Lebensmittel, Konserven. Sagen, das passte, glaube ich, auch. Da war auch noch genug da. Dann müssten wir jetzt hier die. Ich füge die mal kurz hier hinzu, damit ich nämlich sehen kann, was ich da bestellt habe. Die können wir nämlich jetzt hier rüberziehen. Das ist nämlich super praktisch. Dann nehmen wir erstmal 10. So. Ich schiebe jetzt erstmal alle hier rüber, damit ich da auch nichts vergesse. Die Cherries brauchen wir auch noch. Dann brauchen wir hier Miracle Whip und so ein Kram. Pestos. Soßen und so weiter. Das ist echt praktisch, ey. Das ist echt gut. So. So. Jupp. Das. Und das. Und das. Und das. So, ich glaube, dann haben wir hier alles hinzugefügt, ne? Ach nee, warte mal. Die anderen Sachen kommen, die kamen woanders. Wieso habe ich jetzt hier nur 3? Wir hätten noch 4. Ach, die normalen Flakes habe ich vergessen. So. Dafür machen wir auch mal. Machen wir mal 10 erstmal. Davon machen wir auch 10. 10. 10. Oh Mann, ey. Ganz schön viel Anpassung heute. Dann darf ich auch gleich nicht vergessen, die Früchte und die Aprikosen hochzusetzen. Oh ne, 100 brauchen wir nicht. Ist ein bisschen viel. Das sind auch nur 3, ne? Da fehlt noch einer. Oder war es weiter oben? Ich gucke gleich nochmal. Was fehlt denn da jetzt? Nee, da fehlt noch einer. Der fehlt hier noch. Ah ja. So. 4. Ich glaube, ich habe nichts vergessen, ne? Mais. Jo, das passt. Dann gehen wir mal auf Lebensmittelfrüchte. Da müssen wir auf jeden Fall einiges anpassen. Und zwar hier machen wir direkt 20 Aprikosen. Hier machen wir 25, weil die sich sowas von gut verkaufen. Hier auch. Da müssen wir dann noch die Zitronen jetzt hier hinzufügen. So, die Zitronen. Dann machen wir auch mal direkt 15. Gekühlte Lebensmittel. Ah, guck mal, die habe ich hier schon hinzugefügt. Machen wir auch erstmal 10. Und dann nochmal 10. Ja, und dann haben wir hier, glaube ich, soweit alles ready, ne? Ich glaube, das passt soweit. Sehr schön.
So, dann machen wir mal Mindestlager. Ach nee, nicht Mindestlager. Wir gehen hier drauf, Mindestlager bestellen. 1700 Euro. Das ist einiges, was wir dann wieder auf Lager haben werden. Insgesamt fehlen so und so viele Artikel. Hat er das Mindestlager jetzt nicht angepasst? Hä? Hat er jetzt ein neues Mindestlager gemacht? Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Ach so, ja, stimmt, richtig. Die anderen Sachen müssen wir halt auch noch hinzufügen. Ah ja, okay, gut. Nee, nee, passt schon soweit. So, das sind 2000 Euro. So, dann haben wir das soweit für ready. Und ich würde sagen, liebe Freunde, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Einschalten. Ne? Wenn es euch gefallen hat, ja, lasst wie immer ein Däumchen nach oben da. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Und in der nächsten Folge werden wir dann uns ja, um die anderen jeweiligen Verkaufsstände kümmern. Ne? Vielen Dank fürs Einschalten. Ne? Schöne Woche noch. Und ich sag mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.